Hallöchen, Popöchen und gute Mosche, meine lieben Freunde, oder guten Mittag, es ist schon Mittagszeit, 12:30. Ich begrüße euch recht herzlich. Ja, heute wieder mal ein kleines Video. NF Marsch Projekt. Heute möchte ich gerne mal, ihr kennt es, ich muss den Wald platt machen. Ganz wichtig, platt machen vom Wald, weil, wie soll ich das erklären, brauche ich Platz für meine Sägewerk. Nee, muss ich machen Sägewerk. Der war jetzt ein bisschen schneller mit. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich mal nur versuchen, mal den Baum. Weil ich brauche nämlich aktuell mal ein schönes Foto. Ob ich vielleicht einfach mal so ein bisschen hier den Baum da so. Nee, das sieht doch gut aus, oder? Ja, wie gesagt. Auch da ein Foto. Und Bäume platt machen heute angedacht für das Sägewerk. Aber jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich hier diesen Plan vollkriege. Gut, der mag mich nicht so, wie ich möchte. Gut. Ja, ihr kennt das Spiel ja schon, ja. Es dauert immer ein bisschen dieses Zeug hier wegzumachen, dauert echt mal ein bisschen, da viel Erfolg zu haben. Gerade diesen Waldstück, wo hier wirklich das Sägewerk hin soll, vom Fat Action Let's Play. Es ist halt riesengroß und da hier die ganzen Bäume wegzumachen. Das Häckselgut werde ich mir aufheben. Kommt erstmal auf dem Hof, wenn es soweit ist. Später kommt es dann wieder ins, natürlich in die Dings rein. Ins Sägewerk, das ist ganz klar. Parallel muss ich aber auch mal gucken, was meine Missionen machen. Ich mache ja immer noch bei ein bisschen neben Missionen, ein bisschen Geld zu verdienen. Diese ganzen Kram da, erstmal Erntemission, wie blöd momentan mein Mähdrescher, der ist nur am Trödeln. Ich weiß gar nicht, wie das technisch bei dem momentan aussieht, aber ich glaube, ich könnte mal gucken. Also ich habe auch hier noch ganz viele Ballen, auch diese muss ich eigentlich nebenbei auch noch ein bisschen aufhören. So, der ist mittlerweile, ja, bei 7 Stunden, aber ist eigentlich noch voll gut dabei. Ich mache jetzt hier gerade wieder eine Mission und habe dann auch noch, warte mal, ich mal gucke, zig Missionen offen. Also ich habe hier noch, ich bin jetzt gerade bei Feld 62, habe 67 noch, 73 und 80. Die muss ich alle noch machen, das sind alles so kleine hier. Ich sage jetzt mal, hier Hafer, dann habe ich noch Hopfen und ich habe hier noch Roggen. Das Interessante ist ja, warum ich die ganzen Missionen mache. Erstmal gibt es Geld. Das ist klar, ich unterstütze meine Kollegen als Landwirte. Und das nächste ist, ich kriege bei vielen diesen ganzen Stroh. Also ich bagger wie blöde am Stroh darum gerade. Und das ist halt für mich erstmal momentan so ein bisschen das, was ich mir erstmal reinziehen werde, dass ich wirklich so ein richtiges Kontingent habe für Stroh. Jetzt guckt mal hier. Weißkohl kann ich nicht machen, müsste ich. Das ist auch so geil. Weißkohl kannst du überhaupt nicht mit dem Dreschern so arbeiten. Totaler Bullshit, ja. So, Gerste. Werde ich mir gleich einfach nochmal akzeptieren. Ja. Kann ich mitnehmen. Zwiebeln kann ich nicht machen. Da ist es richtig. Da ist diese Maschine. Das würde ewig dauern. Also, nee. Um den zu machen, was kriegst du jetzt? 29.000 Euro. Brauche ich eigentlich nicht. Zwiebeln. So, Zuckerrüben. Ja, nee. Mit Sicherheit nicht. Und nochmal Weißkohl. Also, die kann ich alle nicht machen, weil da bräuchte ich die Geräte zum Mieten. Die werde ich mir mit Sicherheit nicht am Anfang jetzt kaufen. Mache ich nicht. So. Abgeschlossen, Feld 43, da weiß ich jetzt aktuell gar nicht, ich glaube, da habe ich, Feld 43 war ich fertig. Da habe ich nämlich, glaube ich, ja, da habe ich das komplette Stroh weggemacht und schon kriege ich wieder 30.000 Euro. Bling, bing, bing. Gut, also ihr seht, ich habe jetzt echt mal wieder nochmal ein paar dazu gemacht, die ich mir einfach jetzt noch hole. Ja, und das muss halt nebenbei auch noch gemacht werden, das ist ganz klar. Gut, was wir haben, Gras, und dem muss ich halt jetzt auch nochmal abfahren. Das sind diese Silageballen, aber die werde ich wahrscheinlich einfach so in meinen Dings schmeißen. Das können wir eigentlich jetzt nebenbei ein bisschen machen. Nebenbei mal ein bisschen gucken, ja. Aber Fakt ist, ich muss heute den Wald ein bisschen machen. Den muss ich definitiv machen.
Weil ich muss dann zusehen, dass ich zeitnah diese ganze Kapazitätsfläche bekomme, weil da diese ganzen Produktionen dann drauf muss. Tischlerei, Schreinerei und wie dieser ganze Bullshit da heißt, ja. Das muss ja alles irgendwann mal angefangen werden. Boah, was macht denn der da? Muss hier alles irgendwann mal angefangen werden zu produzieren. Also es dauert, bis die Produktionen kommen. Aber für den Trotz habe ich jetzt erstmal hier, ich glaube, voll den Narren an diesen Ballen gefressen. Ich weiß nicht warum, aber was ich hier momentan Ballen gemacht habe. Und ich war immer der, der gesagt hat, ich hasse Ballen. Weil mittlerweile muss ich sagen, mit diesem Autodrive und auch mit diesem Curseplay kannst du natürlich das super genial machen. Ne? Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Dann tust du die Gerätschaften einschalten, dann macht er das ja alle alleine, übernimmst einen Kurs. Und dann tut er die alleine wickeln, aufnehmen. Und das ist also dann schon eine geniale Sache. Du musst halt nur den Kram abfahren. Ich glaube, wobei, du könntest den Kurs auch noch einspeichern, dann fährt er diesen Kram auch noch ab. Ich glaube, das wird er auch noch machen. Aber irgendwas muss ich ja auch noch schaffen. So ganz Ur-Faulenz hier mache ich jetzt nicht. Gut, den fahre ich jetzt wieder auf dem Hof. Habe ich ja gesagt, das sind so meine Sachen, die ich immer noch ein bisschen nebenbei machen muss. So, er ist fertig. Das ist eigentlich eine geile Sache, weil dann. Ach so, den muss ich auch noch bearbeiten, genau. Dann fahren wir den jetzt mal schnell zum Drescher. Ich habe den jetzt nicht eingestellt, dass er den automatisch leert, weil, nee, hat jetzt keinen Bock gehabt. Diese zwei. Also hier geht das auch ziemlich gut. Muss man sagen. Bei diesen anderen Feldern, bei letztes Mal bei dem Sonnenblumen, bei dem Mais, oh, da habe ich Haufen gehabt, ey, von dem Stroh hier. Das war der Hammer. Ey, das waren Berge. Ich dachte hier, da kannst du Party mitmachen, ja. Das war echt der Wahnsinn, was der da für Haufen an Stroh. Wie gesagt, ich bin jetzt da echt so viel Produktion momentan. So, okay. Der mag mich nicht so, wie ich ihn mag. Kein Problem. So, das muss dann, ich weiß gar nicht, wo das Wort hin muss. Das ist jetzt, was für ein Feld war das? Das war Feld 62. 62 muss, glaube ich, zum Hafen. Ja, ab zum Hafen. Wenn der jetzt fertig ist, fahre ich den, dann lasse ich den natürlich gleich zum Hafen donnern. Dann ist nämlich diese Geschichte auch erledigt. Dann lasse ich den Mähdrescher zum nächsten Event fahren. Lass hier, muss es ganz schnell was machen. Tschüss. Hüpf raus. Nimm mal Mäh, geh mal weg da. Uschi, geh mal weg. Geh in meinen Mähdrescher rein. Echt jetzt dein Ernst? Das machen wir gleich. So, der läuft. Den muss ich jetzt nochmal kurz bearbeiten. Den habe ich nämlich leider Gottes ein bisschen blöd bearbeitet. Nicht blöd bearbeitet. Ihr seht, da ist dieses Yo Window drauf. Weil du konntest mit dem normalen Ladewagen auf den Kurs speichern, hast du keine Chance gehabt, das Sonnenblumenstroh oder das Maisstroh. Keine Chance. Not chance. Ich habe alles probiert. Der hat sich nur aufgehängt. Ich habe nur Blockaden gehabt. Bei dem normalen ist das kein Problem. Funktioniert das einwandfrei. Aber bei dem funktioniert das nicht. So, ich nehme den hier jetzt wieder raus. Konfigurieren. Nehme den Yo Window wieder raus. Konfiguration. Okay. Tschüss. Gehe wieder meinen Trigger rein. Jetzt war mir klar, dass der wieder abmacht. Der macht nämlich immer ab. Schick den raus und fahr den jetzt zu Feld 62. Und lass den dort. Dann tue ich den Dings, den Kurs. Oh, ich hoffe, ich habe den Kurs noch drin. Shit. Muss ich gerade mal gucken. Feld 62. Ich glaube, ich habe den Kurs nicht drin. Das muss der alte Mann jetzt mal gucken, ob ich den Kurs drin habe. Feld 62. Ernten. Doch, habe ich drin. Weil dann kann ich nämlich den eingeben, den Kurs, und dann tut der das. Stroh abladen, wenn er das mal machen würde und sich hier nicht
Dooferweise festfahren würde, der Idiot. Alter, welche Pillen hast du wieder nicht genommen? Oh, ich hasse es. Und ich hasse es wie die Pest. Glaubt mir das. Diese scheiß Laternen. Hau ab, Mann, echt. Immer dieser Stress mit diesem Nervenzeug hier. Ärgerlich. So, und jetzt fahr zu deinem Feld 62 und nerv mich nicht. Gott. Der fährt das zu Wort. Arbeit beendet. Gut, hier mache ich nebenbei noch ein bisschen Holz. Ist total ungewohnt. Momentan muss ich ja hier mit Controller arbeiten, ja. Weil, ja, dich alle mitbekommen hat, mein Kabel ja verreckt war. Und jetzt warten wir mal auf ein kleines Weihnachtsmännchen. Es müsste vielleicht sogar morgen kommen, das Weihnachtsmännchen. Ja, und mal sehen, was dann so Schönes der Weihnachtsmann mir bringt. Freue ich mich riesig drüber. Werdet ihr aber dann sehen, ich mache darüber ein kleines Video. Total geil. Okay, der wollte mich jetzt wieder ein bisschen veräppeln. Das hatte ich schon mal gehabt bei irgendwann bei der NF Marsh Map, Match Map. Oh, da bin ich verzweifelt. Da waren Bäume dabei. Ey, nee. Da bist du wirklich verzweifelt. Die sind ums Verrecken. Die habe ich abgesägt. Und dann sind die vor mir hingefallen. Und dann musstest du die richtige Position finden, dass du mit dieser Maschine hier wirklich das alles machen kannst. Das war so ätzend. Und das hat manchmal echt gedauert, dass du das gibt's doch nicht, du kriegst nicht die richtige Position, der Baum fällt um. Ja, du hast den eigentlich schon platt gemacht. Und das hat echt ums Verrecken nicht geklappt. Ich bin echt amok gelaufen. Arbeit beendet. Wer hat denn bitte die Arbeit beendet? Ah, den muss ich auch noch abladen. Was ich mir jetzt noch geholt habe, fand ich total nett. Habe ich gesehen bei Fat Action Let's Play. Ich wusste es nicht mehr genau. Und zwar habe ich mir die Digitalanzeigen geholt. Die kennt ihr alle. Da sieht man nämlich genau, was wir hier an Dings haben. Das heißt, wenn ich jetzt hierher fahre, da seht ihr es. Ich habe jetzt Gras. Halt! Zurück! Dreht durch. Gras habe ich aktuell 504.852 Liter. Wenn ich den jetzt ablade, habe ich natürlich mehr Gras. Ne? Das ist ganz klar. So, mein Freund. Lilililililit. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Gras der mir gegeben hat. Klar, siehst du die Kacke hier auch. Das stimmt, das weiß ich auch. Aber jetzt haben wir 583.006 Liter. Finde ich eigentlich eine ganz geile Sache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, habe ich mir hier einen hingestellt, hier vorne hingestellt und bei allen Silos. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Das müsste hier eigentlich auch funktionieren, oder? Das möchte ich jetzt gerne mal versuchen. Man kann die ja wieder kaufen, aber ich möchte es jetzt gerne mal versuchen, ganz kurz, ob das nicht auch funktioniert. Das gibt es hier unter Gebäude, dann unter Tools. Den Link könnt ihr gerne beim Fat Action Let's Play auf seinem Modliste. Ich will es einfach nochmal testen jetzt. Ob das wirklich nicht auch funktioniert. Wahrscheinlich kann. Doch, das ist ja. Nee, shit. Wäre ungesund, den da hinzustellen, glaube ich, oder? Weil das Tor geht nämlich auf. Nee, das wäre, glaube ich, ungesund, den da hinzustellen. Was ist mit dem? Hier geht ein Tor auf, da geht nämlich die Maschine hin. Shit, wo wollen wir die mal hinstellen am besten? Aber hier geht ein Tor auf. Ich weiß aber nicht, wie das Tor aufgeht. Das muss ich jetzt mal testen. Wie geht das Tor auf? Okay, also er macht nur so das Tor auf. Dann kann ich ihn doch dahin stellen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich will das einfach mal testen, ob das funktioniert. Ob der diesen.
ob der jetzt schon mal anzeigt, was ich an Dings habe. Nee, macht er nicht. Weil ich habe ja schon 349.000 Liter Stroh und 100.000 Liter. Nee, doch Stroh und Stroh habe ich alles schon drin. Und 100.000 Liter Dings, aber er macht keinen. Blöd. Schade. Ich dachte, er macht es, aber er macht's nicht. Okay, ist ja kein Problem. Kriegen wir alles. Weil ich dachte, der macht es jetzt. Aber dann ist es nicht so. Es kann die wieder gern verkaufen, aber ist ja kein Problem. Gut. Dann, gar nicht lang rumgemacht. Den schicke ich wieder zum Feld 33. Dann kann er sich noch ein bisschen austoben. In der Zwischenzeit sind, glaube ich, der Mähdrescher wieder bei der nächsten Mission. Der Ladewagen ist wieder beim Dings. Ja, die sind alle angekommen. Hafen ist auch angekommen. Das heißt, kriege ich schon wieder die nächste Kohle. 33, tschüss. So, hier. Hallo? Was ist mit dir, mein Freund? Warum fährst du nicht zu deiner Pole Position? Ich habe dir einen Auftrag. Ah, nee, Quatsch. Ich wusste nicht, wo ich ihn hinschicken sollte. Okay, schicke ich zu Feld 67, schicke ich den. Das ist ja eigentlich gleich um die Ecke. Und tschüss. So, den speichere ich jetzt ein. Erstmal haue ich den Kurs raus. Dann haben wir Feld 62 Kurs laden, aktivieren, raus und eigentlich auf den ersten Punkt. Tschüss. Dann hat er nämlich 62, Feld 62, 23 Meter und nimmt das Stroh auf und dann kann ich den Ruhe arbeiten lassen. So, der ist fertig, den ist diese Mission, die ich eben hatte. Tun wir abladen, Kohle kriegen wir wie viel? 3.972 Euro. Das waren die Sojabohnen vom Feld 72, 62. Da ist ja jetzt, wie gesagt, der Dings hingedonnert. Das ist jetzt hier runter. Kann ich aber nicht abschließen, weil dann das Stroh weg ist. Also warte ich jetzt. Ja, 67, dann schicke ich den jetzt zu 67. Dann kann der eigentlich direkt schon mal diese Sache machen. Feld 67. Und wir müssen diesen Kram fahren zum Reifeisen. Werde er eh nicht machen, weil ich das nicht voll kriege. Aber er lädt sich wenigstens ab. Tschüss. Den Job macht er und in der Zwischenzeit kann ich mich wieder anfangen, ein bisschen Bäume hier platt zu machen. Die Aufträge sind alle erledigt. Ich kriege Kohle und kann nebenbei noch ein bisschen das Sägewerk hier Platz machen für mein Sägewerk. Dauert natürlich ewig, das ist klar, wird ewig dauern, um dieses Sägewerk überhaupt zu machen. Aber da kommen halt ganz viele Produktionen noch hin. Das ganze Feld muss ja später auch dann noch komplett geplaniert werden, das muss noch geklättet werden. Dass wir da nicht diese Uneben drin haben, weil es ist echt nämlich ein bisschen blöd mit diesen Unebenheiten. Aber es gibt halt auch nochmal schön wieder Lieferung Ware für mich. Gerade diese Geschichte mit Häckselgut, was man immer noch später braucht für Fässer und was weiß ich nicht alles, was der da alles drin hat, der Fat Action, der hat ja da echt sau viel drin. Muss man ja ganz ehrlich sagen, was natürlich nice ist. Ist mal immer so eine geile Einstellung, eine richtig gute Einstellung. Da fährst du nämlich direkt nur dran, machst den Baum platt. Muss gar nicht viel machen. Und die Wurzel ist gleich mit draußen. Aber das klappt nicht bei jedem Baum. Es klappt je nach Ebenheiten des Bodens. Hier sind ja auch teilweise so Berge drin, also Hügel auch. Wir sind bei 200.000 Liter. Ich muss den ausladen jetzt. Wie gesagt, das mache ich jetzt auf alle Fälle fertig.
Mission läuft es noch nebenbei. Das ist ganz wichtig. Ob ich hier rechts das Feld mache, weiß ich nicht. Muss ich gucken, was ich an Produktion habe. Weil ich habe ja später auch noch diese große, riesengroße Bäckerei, Käserei und diesen ganzen Kram. Das muss alles noch irgendwo verabreicht werden. Ich weiß nicht, wo ich das alles hinmachen will. Was natürlich dann der Plan von mir auch später noch ist. Diese Karte hat ja schon den Autodrive-Kurs. Die ist ja total super vom Holger schon eingefahren worden. Also richtig toll. Aber ihr wisst ja selber, wie es ist. Der, hier ist so eine Wurzel. Der Hof, den müssen wir ja selber noch einfahren. Also da werden dann später auch nochmal extra Autokurse passieren müssen, wo ich dann einfahren werde, wo ich zum Silo fahre, wo ich zum Beispiel jetzt zu den Dings fahre, zu den Ballenlager, um die Ballen abzugeben. Das muss alles dann richtig eingefahren werden. Ja, es muss einbeschrieben werden und also da gibt es noch ganz viel, aber ich werde die Karte jetzt richtig so laufen lassen. Einfach, dass es läuft. Ja, und dann denke ich mal, gibt es eigentlich keine Probleme. Ziele sind halt, die ganzen Produktionen hier auf die Karte zu bekommen. Des Weiteren dann halt auch wirklich alle zu bewirtschaften. Ja, es werden auch irgendwann dann mal mit Sicherheit Fahrzeuge noch dazukommen müssen. Ob Anbaugeräte etc. pp. Das wird alles noch dabei sein, was ich mir als nächstes irgendwie organisieren wollte, weil ich habe gesehen, es gibt sau viel momentan Flügen und Gruppern. Ja, einen Grupper zu holen und einen Flug zu holen, klar, einen Traktor und dann einfach diese Mission auch abzuarbeiten. Dann, das sind Sachen, die ich alle nicht machen muss, sondern das machen einfach die Kollegen, die Studenten. Ich habe ja dafür Studenten, die das hier machen. Ja. Die können sich da richtig austoben, wie sie Bock haben. So, wie sieht's aktuell aus? Hier müsste ich noch mal ganz kurz hindüsen. Noch mal eine Fuhre fahren. Können wir nebenbei auch noch machen. Dann ist der Kram auch am Laufen. Aber das, wie gesagt, gibt es erstmal nur diese Grasbahn, weil die Silage ist in der Gärungsprozedur, da sind wir momentan bei 6% habe ich eben gerade geguckt, also es läuft noch, ja, bis ich da. Ich fahre jetzt einfach hier kreuz und quer drüber. Also macht euch jetzt nicht Illusionen, dass ich jetzt hier, weil ich so komisch fahre. Das hat nämlich, ist egal, das hat jetzt keinen Hintergrund. Ich habe jetzt einfach angefangen, dass ich hier meinen Wagen voll kriege. Ja, das hat jetzt keinen Grund, dass ich ein System da habe. Das ist eigentlich Jacke wie Hose. Ich hätte genauso eine Reihen anfangen können, das ist mir eigentlich egal. Ich mache jetzt einfach diese Dinger da runter und gut ist. Dass ich jetzt meine blöden Dinger voll kriege, weil es sind ja doch einige, die ich noch machen muss. So, und dann geht es dann wie gesagt in den Hof. Das hat jetzt keine Bedeutung. Also das nicht denken, oh, wie fährt denn der? Ist der besoffen? Nee, nee, es ist einfach ich mit Quatsch für Hose. Ich fahre da jetzt einfach gut. Seht ihr? Jetzt kann ich ihn wieder zum Hof fahren. Das ist eigentlich ganz gut. Wenn der wieder da ist, kann ich dann den Rest machen. Hof. Tschüss. So, die zwei haben sich richtig lieb, finde ich gerade toll. Ich weiß nicht, warum die zwei sich so lieb haben. Aber Romantik ist pur. Den schicke ich jetzt gerade mal daneben dran. Das ist, warte mal. So, das ist diese Scheiß hier mit diesem blöden Riesen. Das Hassschädig. Hast du keine Chance. Der hat da diese Riesenhaufen. Ja, und es ist total ätzend, ey. Da kommst du auch nicht hin. Das wäre jetzt gut gewesen. Oh, ist der Controller wieder leer? Ich kotze gleich echt, Leute. Der Controller ist wieder leer. Ich muss den anderen wieder füllen, anderen wiederholen. Das hasse ich, ey. Der ist so.
Siehst du gar nichts. Ich muss den anderen Controller jetzt mal schnell wiederholen. Aber wie gesagt, es läuft. Ihr seht's. Ja, ich mache hier nebenbei immer ein bisschen so ein paar Punkte. Tschüss. So, Drescher. Ne, jetzt geht er wieder. Wo ist denn mein Drescher jetzt? Da. Der geht jetzt erstmal auf die Pole Position, um einen Vertrag beziehungsweise einen Auftrag zu machen. 67 war hier. Ach, das ist ganz hier drüben. Shop erstellen, Feldposition. Ja, dann hauen wir den gleich dahin. Öffnen auf zwei Basen. Weich lasse ich ihn laufen. Auf scharf, das geht meistens in die Hose. Das mache ich nicht mehr. Da hat er mich so oft jetzt schon sich festgefahren und da habe ich einfach keine Lust mehr. Erster Punkt, tschüss. Ich werde diesen Kurs jetzt auch gleich speichern. Abfahrer 47, ernten, speichern, weil dann habe ich den nämlich drin später für den Dings. Für 67 unterstrich 23 Meter und tschüss. Dann kann der nämlich später auch wirklich diesen Kram dann fahren. So, der macht das hier, der steht eigentlich ganz gut, der wartet auf den Ruf. Ja gut, dann wäre es jetzt erstmal von dieser Seite her, was ich zu tun habe. Ihr seht's. Ich werde nebenbei noch ein bisschen hier meine Bäume abrasieren. Das ist das, was das eigentlich das Hauptthema heute ist. Um hier, ich werde es euch mal ganz kurz zeigen. Ich sag mal, ich muss euch nichts erklären, ihr kennt das Feld ja alles. Ich will es gerade nochmal testen. Wartet mal kurz. So. So, einfach nochmal kurz zeigen, was ist. Ihr kennt das Feld. Das hier ist dieses Feld, was ich es haben möchte. Ja, da müssen die Bäume alle weg. Was ich natürlich dann machen werde, klar, hier vorne kommt das Sägewerk hin. Das kennt ihr von meinen anderen Videos, die ich schon mal gemacht habe. Hier kommt Sägewerk hin. Hier hinten werden so ein bisschen, denke ich mal ganz vorsichtig gesagt, werden hier so ein bisschen Produktion, Schreinerei, Tischlerei. Da ist ja das eine oder andere, was da noch hinkommt. Heizkraftwerk, glaube ich, muss ich auch noch hier reinklatschen. Nee, Quatsch, da gab es einen anderen Platz. Also es gibt aktuell Plätze, wo ich was hinballen will. Ja. Das ist momentan mein Hof von hier oben, wie er aussieht. Kann ich ihn auch mal kurz zeigen, ja. Ist noch nicht ganz fertig. Weil diese Grasfläche hier, ja, die werde ich erst nochmal so lassen. Wahrscheinlich werde ich da auch nochmal das eine oder andere irgendwie noch draufbauen. Was weiß ich aktuell nicht, habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Hier würde ich vielleicht noch eine Halle hinstellen bezüglich der, wenn ich LKWs habe, dass die nicht ganz so im Trockenen, mal sehen, vielleicht erreichen mir auch die Hallen da unten, die ich habe, die zwei. Muss ich mal schauen. Da hinten habe ich noch so kleine Halle hingebaut. Hier habe ich meine Gewächshäuser. Ich habe da so ein bisschen meine Hühnerställe. Zweimal diesen großen, schönen Schafstall von Fat Action Let's Play, der eigentlich für hinten, für den, wie heißt denn das? Für den Deich ist. Wollte ich nicht. Ja. Hier habe ich schon, ich weiß es gar nicht, auch die erste, ich glaube, das war die Ölmühle, ist das hier. Das ist die Ölmühle. Ich habe hier das Klärwerk, Dings hingebaut, das Klärwerk. Also ich habe hier schon ein bisschen was gebaut. Was noch hin muss, ist klar, hier kommen die Pelletsfabriken. Hier muss ich dieses Holz auch noch wegmachen. Da kommen die Pelletsfabriken. Wir haben hier die Raffinerie, wir haben die Brauerei. Ja, hier ist auch schon was. Das ist die Bäckerei. Sehe ich gerade, da habe ich die da hingestellt. Ups. Das ist die Bäckerei, oder? Nee, ich weiß es gar nicht. Ja, Mehl. Also hier, ich habe einige Sachen. Der Schlachter ist hier. Also, ich werde noch das eine oder andere platt machen müssen. Auch an Feldern. Hier sind auch schon die Sachen, die ich gemacht habe. Ja, ich weiß, das sind die Projekte. Ich will aber die Produktion, wollte ich jetzt einfach schon haben, dass ich dann wirklich irgendwann anfange, dann Videos zu machen mit Produktionen. Was weiß ich, ich fahre jetzt einfach mal ins Labor, ich fahre in die Zuckerfabrik, ich fahre, keine Ahnung, in die Malzfabrik und so weiter und so fort, bei den Fisch und alles. Das ist so das, was ich haben will. Ja. Und dann halt irgendwann auch wirklich anfangen kann, die ganzen Sachen. Es sind dann, ist ja geil, das habe ich ja noch gar nicht gesehen.
Der qualmt ja. Das ist ja cool. In dem Schornstein qualmt's. Ja, dieses Feld wird vielleicht auch noch irgendwann mal platt gemacht für irgendwelche Produktionen. Aber ihr seht's. Ja, hier sind noch die Ballen, die wir noch liegen haben, die ich holen muss. Hier mein. Da. Ach nee, oder? Echt jetzt? Da sind ja auch noch Ballen. Heilige Maria, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ziel ist es irgendwann vielleicht sogar mal das Feld 45 und das Feld 46 zusammenzumachen. Das ist so mal irgendwie in meinem Kopf drin. Das habe ich mal gemacht. Ist ein Bombenfeld. Und das rein als Gras. Nur diese zwei als Gras. Mehr nicht. Ja, und man kann ja, das habt ihr ja gesehen, das habe ich ja hier auch gemacht. Ich habe ja angefangen hier außenrum 5 Bahnen mit Heu und dann bin ich auf diese Gras-Silageballen umgestiegen. Also im Endeffekt, wenn ich diese zwei Felder zusammen mache, das geht ziemlich schnell. Wenn ich die Felder zusammen mache, mache ich dann, sage ich es mal, vielleicht 6 oder 7 Bahnen oder 8 Außenbahnen, Kehrwände. Ja, macht das rein als Heu und macht dann in die Mitte die Silageball oder irgend sowas. Ich mu muss gucken, wie ich das mache, ja. Also habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Genau, das ist so aktuell der Stand. Genau, hier ist auch noch Wald. Den lasse ich erstmal, mache ich erstmal nicht platt. Da gehe ich vielleicht irgendwann mal dran, keine Ahnung. Ach so, hier sind noch meine, ja, meine Obstplantagen. Ist aber noch gar nichts angefangen. Wird alles dann Videos geben, wenn ich die Obstplantage fülle. Ja, später auch ernte. Hier ist noch eine große freie Fläche, die ich bearbeiten kann. Habe ich hier auch noch. Ich muss gucken, was da reinpasst. Vielleicht passt da irgendwas rein von den Produktionen. Weiß ich noch nicht genau. Was wir auch schon haben, ist hier hinten drin. Wo ist es? Ab in der Wald. Genau. Kalkwerk, Sand, Zementwerk und das habe ich auch schon hier drin. Muss halt noch alles irgendwann eingefahren werden. Autodrive-Kurs mache ich dann auch noch irgendwann, wenn es soweit ist. Aber aktuell wollte ich diese Produktion haben. Und wie gesagt, Wald ist es das nächste Bauobjekt, was ich jetzt gerade mache. Wenn ich das habe, werden dann die ersten Produktionen wieder hier drauf kommen. Und dann geht es auch los mit diesen ganzen Geschichten, dass ich die auch irgendwann mal befüllen werde. Ja, was dazugehört mit Holz. Und alle Lebensmittel, die du brauchst, Fässer und was weiß der gar nicht alles. Also das ist so der Plan, den ich gerade aktuell habe. Und wenn wir den haben, dann geht das eigentlich weiter. Super. Dann wäre es das jetzt von meiner Seite her gewesen, das kleine Video. Ihr habt jetzt mal einen groben Einblick gemacht. Das ist heute das, was ich jetzt noch platt machen will. Ein bisschen in den Wald noch ein bisschen platt machen will. Dann bedanke ich mich, wenn ihr das Video anguckt. Lasst ruhig gerne, wenn ihr Bock habt, einfach mal. Ich muss mal gucken. Lasst einfach mal vielleicht, wenn ihr Bock habt, einen Daumen da. Würde mich persönlich sehr freuen. Ja, ich sag einfach mal Dankeschön für euch. Genau, dann wie gesagt, bedanke ich mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch nicht ärgern, bis zum nächsten Mal, sagt bye bye, tschö tschö, Kakao. Tschüss.